Bei der zweiten Aufgabe, das ist eine Verständnisaufgabe. Und zwar geht es darum, was denn ein Gefälle von 84% ist. Sind das 84% von 90 Grad? Grad. Das wäre ja irgendwie so eine Steigung. Natürlich nicht, sondern 84% bezieht sich auf das Verhältnis von horizontaler zu vertikaler Höhe. Also vielleicht etwa, das sind etwa 84%. Also sieht das Ganze etwa so hier aus. Also für 100 Meter in der Horizontalen geht es 84 Meter drauf oder runter, wahlweise. Und der Winkel, den wir da haben, findet sich aus dem Tangens, nämlich dem Verhältnis 84 zu 100. Das sind die 84% hier. Das heißt, der Winkel ist der Arcus Tangens von 0,84 und das ist immer noch ganz schön steil, also 40 Grad. Wäre nichts für mich, aber immer noch etwas, worauf man fahren und nicht nur fallen kann.